Und dieser Tag ist ein ganz entscheidender Tag für unsere Gaspreise in Deutschland. Die knallen ja längst durch die Decke und jetzt macht der Kanzler das zur Chefsache. Endlich Chefsache Gaspreis. Olaf Scholz wird gleich bei Siemens zu Besuch sein in Mülheim, Bild natürlich live dabei. Und dort bei Siemens, da geht es ganz konkret um die russischen Gaslieferungen. Die hat Putin ja auch deshalb so gekürzt, weil er sagt, mir fehlt eine ganz wichtige deutsche Turbine, die ihr mir wegen der Sanktionen nicht rechtzeitig repariert habt. Jetzt gleich wird der Kanzler persönlich genau diese so wichtige Gasturbine besichtigen und klarmachen, nein, Putin, die ist fertig, die ist repariert. Es gibt keine Ausrede mehr, die Gaslieferungen zu kürzen. Deutschlands wichtigste Turbine. Sie wiegt 20 Tonnen, ist rund 14 Meter lang. Eine Maschine wie ein Monster und längst ein Politikum. Denn eigentlich soll sie helfen, russisches Gas durch die 1200 Kilometer lange Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu pumpen. Doch seit Wochen liegt die Turbine lahm, wird gewartet, repariert, weit weg in Kanada. Und Putin sagt, ohne diese Turbine gibt's noch weniger Gas für euch Deutsche. Eine Ausrede. Denn die Turbine ist längst wieder fit, liegt fertig gewartet in Deutschland, bereit, den Nord Stream-Dienst wieder aufzunehmen. Doch Russland hat die Monstermaschine immer noch nicht zurückgenommen. Jetzt macht die Bundesregierung Druck. Grund natürlich unsere deutsche Gaskrise. Der Kanzler selbst besucht nun Siemens in Mülheim und die wichtigste deutsche Turbine. Die Botschaft des Kanzlers, hier ist sie, die Maschine. Putin, es gibt keine Ausrede mehr, die Gaslieferungen weiter zu kürzen. Ja, und wie groß der Druck jetzt schon ist in dieser Gaskrise, das zeigt ein neuer Preisschock. Einer der größten Gasanbieter Deutschlands, der zieht die Preise an. Aber richtig. Mega Gaspreiserhöhung in Deutschland. Rheinenergie macht den Anfang und drückt uns die neuen Preise rein. Und zwar satte 133%. Die Leidtragenden, die Kölner Bevölkerung. Zum 1. Oktober steigt der Gaspreis für mehr als 2 Millionen Kunden um mehr als das Doppelte an. Der Preis pro Kilowattstunde Gas klettert von bislang 7,87 Cent auf 18,3 Cent. Das ist ein Anstieg um 10,43 Cent pro Kilowattstunde. Für einen deutschen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden bedeutet das rund 1.000 Euro mehr. Eine Steigerung um über 100%. Das Gas ist teuer, fast 450% mehr als letztes Jahr. Geschuldet dem Krieg und der fehlenden russischen Lieferungen. Vor zwei Wochen geht Kanzler Olaf Scholz noch bei einer vierköpfigen Familie von einer Umlage von 200 bis 300 Euro mehr im Jahr aus. Energieunternehmen dürfen diese Umlage auf die Bevölkerung abwälzen. Aber da gibt es einen Haken. Bei der Rheinenergieerhöhung ist noch nicht mal diese Gasumlage mit eingerechnet. Die kommt nämlich noch obendrauf. Der Hammer! Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht sogar von einer 5% Erhöhung aus. Und die Familien trifft es hart. Im Extremfall sind das sogar fast 1.000 Euro mehr. Ein Ende ist erstmal nicht in Sicht. Ja, und an diesem so wichtigen Tag für den Gaspreis in Deutschland, an diesem Tag, an dem der Kanzler dieses Thema zur Chefsache macht, meldet sich er hier plötzlich groß zu Wort. Gerhard Schröder, der Altkanzler, der alte Putin-Freund. Warum soll ich mich entschuldigen, so fragt er im Stern, sich selbst und alle anderen. Und damit schwingt er sich auf zum großen Problemlöser. Tenor dort in diesem Interview mit ihm, hätte man jetzt keine Gaskrise, wäre doch ganz einfach, sagt er. Auch die zweite Nord Stream Pipeline einfach in Betrieb nehmen, dann wäre alles gut, Krieg egal. Und Schröder sagt auch, Moskau würde den Krieg so gerne per Verhandlung beilegen. Also, mehr dazu gleich. Altkanzler Schröder, der sich ganz groß zu Wort meldet, hier heute wie gewohnt als treuer Putin-Freund. Und egal, ob Gas oder Strom, wir alle sollen und wollen ja auch alle kräftig sparen, überall, wo es nur geht. Und an anderer Stelle, da wird noch kräftig Energie verschleudert. Bei den ganz Großen, bei der Bahn zum Beispiel, der riesige Bahntower hier in Berlin am Potsdamer Platz, Licht an, auch wenn nachts dort niemand mehr arbeitet. Darüber hat Bild berichtet und das hat gewirkt, sagt die Bahn. Wir machen das Licht nach Feierabend jetzt Revolution aus. Das zumindest, das behauptet der Konzern ab jetzt. Ja, wegen der weltweiten Energiepreise, Licht aus nach Feierabend. Stimmt das? Wir haben das gecheckt. Heute Nacht, Licht wirklich aus bei der Bahn. Das die Bilder also vom Potsdamer Platz.
Ja, da hat man den Schalter tatsächlich erwischt bei der Bahn. Ein paar Lampen brennen noch. Möglicherweise hat der ein oder andere ja tatsächlich auch noch gearbeitet oder doch noch mal vergessen, den Schalter zu drücken. Aber da hat sich schon was geändert. Also statt Festtagsbeleuchtung tatsächlich nur noch in ein paar Büros ein bisschen Licht, vor allen Dingen oben in den Vorstandsetagen. Vielleicht ist da tatsächlich doch noch gearbeitet worden. Also ohne Verspätung diesmal, Licht im Wesentlichen aus, geht doch Deutsche Bahn. Schönen guten Morgen, das ist Bild live an diesem Mittwoch, an dem wir den mutmaßlichen Mörder von Eileen kennen. Den jungen Mann also, der die 14-Jährige aus dem kleinen Gottenheim in Baden-Württemberg getötet haben soll. Das ist der Mann, der selbst schon mit 14 Jahren nur versucht hat, ein Mädchen zu missbrauchen, zu vergewaltigen. Was ist das für ein Typ? Was hat der für ein Leben gelebt? Tja, Bild kennt die Akte von Jan Heiko P. aus dem hessischen Waldsolms, dem mutmaßlichen Mörder von Ali. 29 Jahre vorbestraft und mutmaßlicher Mörder der 14-jährigen Eileen. Das junge Mädchen, von diesem Mann mutmaßlich online geködert, im Auto verschleppt und ermordet. Jan P., kein Unbekannter bei der Justiz. Was den Anwohnern hier aufgefallen ist, sind gelbe Briefe von der Staatsanwaltschaft, die sich wohl immer mal wieder an seinem Briefkasten gestapelt haben. Er soll vor langer Zeit schon den Führerschein verloren haben, trotzdem aber immer mal wieder mit neuen Autos angefahren kommen sein. Doch die weiteren Verbrechen des 29-jährigen Mannes so viel verstörender als Strafzettel. Im Jahr 2007, mit gerade einmal 14 Jahren, begeht Jan P. seine erste Straftat. Der Täter beging damals einen Angriff von hinten auf ein 11-jähriges Mädchen. Ein Gericht verurteilt den Jugendlichen damals zu sexuellem Missbrauch, gefährlicher Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung. Seine Strafe? 10 Jahre in der forensisch-psychiatrischen Klinik. 2017 endet der dortige Aufenthalt. Mit 24 Jahren wird Jan P. entlassen. Doch auf Antrag der Staatsanwaltschaft kommt er in ein Überwachungsprogramm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter. Am 25. Januar dieses Jahres endet das Programm. Jan P. bekommt weiterhin Führungsaufsicht. Die Ermittler wissen jetzt, es dauert nicht lange, bis der 29-Jährige nach seinem nächsten Opfer sucht. Weniger als 6 Monate später verschwindet Eileen. Die Fahndung beginnt. Die Ermittler werten Eileens Online-Aktivitäten aus und entdecken, Eileen chattet seit einigen Wochen mit einem Unbekannten über das Online-Spiel Fortnite, also das größte Videospiel weltweit. Ziel dabei ist es, alle seine Gegner zu töten, als einziger zu überleben. Während des Games können die Spieler miteinander schreiben, so auch Eileen und ihr mutmaßlicher Mörder Jan P. Die Polizei ortet das Handy von Eileens Chatpartner. In der Nacht von Eileens Verschwinden lockt es sich am Teufelsee in Hessen ein. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, diese Nacht überlebt das 14-jährige Mädchen nicht. Am 28. Juli stürmt das SEK Jan P.'s Wohnung. Anwohner haben uns erzählt, dass wohl alle Bewohner auf die Knie gezwungen wurden, durchsucht wurden auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter, der sich allerdings zu dem Zeitpunkt nicht im Haus befand. Er wurde dann schlussendlich in der Gegend von Frankfurt festgenommen, wo er wohl auf einem Arbeitseinsatz war. Er soll als Wachmann gejobbt haben in letzter Zeit. Parallel der grausame Fund. Eileens Leiche im Teufelsee. Seit einiger Zeit treibt sie bereits im Seewasser. Jan P. sitzt seitdem in U-Haft und schweigt zu den Vorwürfen zu diesem grausamen Mord. Wie konnte das passieren? Wie kann es sein, dass ein Sexualstraftäter, der 10 Jahre in einer Psychoanstalt saß, sich einfach so ein Opfer sucht, 14 Jahre alt? Schützen wir unsere Kinder genug? Nein, das findet Carsten Stahl, ein Mann der offenen Worte, der ehrlichen Worte, ein Mann, der sich den Kinderschutz zur Lebensaufgabe gemacht hat. Und den ich jetzt ganz herzlich hier bei uns im Studio begrüßen möchte. Schönen guten Tag. Hallo, schönen Tag. Was ging Ihnen durchs Herz, als Sie von dem Fall Eileen, von dem Tod dieses 14 Jahre alten Mädchens gehört haben? Wie viele Kinder noch? Wie viele Kinder noch, bis wir endlich verstehen, dass es so nicht weitergehen darf? In unserem Land schützen wir Täter mehr als Kinder und die Gesellschaft. Wie viele Kinder müssen noch sterben, missbraucht werden, vergewaltigt werden, geht ja nicht nur um Kinder, sondern auch um Frauen, bis wir endlich verstehen, dass es so nicht weitergehen darf.
Für mich hat Kinderschutz oberste Priorität. Ist auch unverhandelbar, dass hier viel versagt wurde, dass dieser Junge mit Sicherheit schon als Kind auch schlimme Erfahrungen gemacht hat, ist das eine. Er kommt frei, er wird überwacht. Und wie sah die Überwachung zum Schluss aus? Dass einmal im Monat jemand vorbeikam, wie beim Bewährungshelfer? Wie konnte so etwas passieren? Niemand wird als Täter geboren, mehr werden so gemacht. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber hier hat wieder komplett das System versagt und wieder ist ein Kind tot. Und was wird daraus geschehen? Was wird sich verändern? Nichts, wenn wir nicht endlich aufschreien und sagen, es reicht. Wo ist die Politik? Wo ist die Justiz? Ja, die Zahlen zeigen es. Konstante Zahlen von 2005 bis 2020. 15 Jahre. Dutzendfacher, hundertfacher, tausendfacher Kindesmissbrauch. Tausende von Opfern, um die 160.000, 180.000 Opfer von Missbrauch. Und die Täter, was bekommen die denn meistens? 80% von denen 2 Jahre Freiheitsstrafe und davon 90% auf Bewährung. Bewährung? Was ist mit Neustrelitz? Im Endeffekt die gleiche Geschichte, wie der Junge schon vorweg hat. In Neustrelitz bekommt der Täter sofort keine Haftstrafe und war 15. Was muss noch passieren? Meine Tochter ist 11 Jahre alt. Wie wollt ihr mein Kind schützen? Muss ich es selbst schützen? Und das kann nicht sein. Und deswegen fordere ich hier von der Politik, sich nicht nur darum zu kümmern, in Europa die Europapolizei zu spielen, sondern vor allen Dingen anzufangen, unsere Bürger, unsere Kinder auch zu schützen. Wir helfen überall und das machen wir gerne. Aber das hier ist wie immer Versagen und das wird dann wieder abdeklariert als bedauerliche Einzelfälle. Sind das nicht? Das sind so viele Kinder, die noch leben könnten, weil die Gesellschaft versagt und wegsieht und weil die Politik versagt und wegsieht und die Justiz ja, mehr Täter toleriert als Kinder schützt, ist die Wahrheit. Was hätten Sie sich für diesen Mann, über den wir jetzt so viel erfahren mittlerweile, was hätten Sie sich für den gewünscht? Er hat seine erste Tat in ganz jungen Jahren begangen. Als er selber 14 war, da hat er die erste Vergewaltigung, den ersten Missbrauch versucht, war dann 10 Jahre in der Psychiatrie. Was hätten Sie sich für diesen Mann, für diesen Jungen gewünscht? Wie wären Sie mit dem umgegangen? Also erstmal ist es so, wir haben viele Menschen, die einfach den falschen Weg gehen. Ich will das jetzt nicht abtun. Aber entscheidend ist, wo sind zum Beispiel auch die Präventionsprogramme? Es gibt so eine Prävention nicht zum Täter werden. Auch da, es gibt nur ganz wenig Anlaufstellen. Ja, wir haben so viele pädophil veranlagte Menschen in unserem Land, auch Kinderschänder, die immer wieder zum Täter werden. Über 80% Rückfallquote. Wir haben so wenig Anlaufstellen. Wie sollen die sich denn auch selber schützen und nicht zum Täter werden? Und dann werden sie auch noch toleriert. Ich hätte mir für den Jungen gewünscht, dass er abgefangen worden ist. Ich hätte mir für den Jungen schon gewünscht, dass er damals, als er so geworden ist, wie er geworden ist mit 14, dass man ihn in der Familie betreut hätte, auch rausgenommen hätte, dass er erst gar nicht so geworden ist. Der Junge ist doch nicht als Mörder geboren. Wir haben ihn so gemacht. Mich hat man auch so gemacht. Vom Opfer zum Täter, mich hat man so gemacht. Ich habe die Kurve irgendwann gekriegt, aber ich war 18 Jahre kriminell. So lange hat es gedauert. Ich hätte viele Dinge gerne nicht erlebt. Ich hätte nicht gerne erlebt, dass meine Freundin vergewaltigt wird und wir ein Kind verlieren. Ich hätte viele Dinge nicht gerne erlebt. Aber das hier toleriere ich nicht. Ich habe null Akzeptanz bei Vergewaltigung und Missbrauch und null Akzeptanz bei einer Politik, die sich um alles kümmert, aber nicht um ihre eigenen Bürger und vor allen Dingen nicht um ihre eigenen Kinder. Sorry, ist so. Wir merken, Sie sehen auch viele Fälle und werden da sehr emotional sprechen. Vielen Menschen auch aus dem Herzen, die diesen Fall sehen und sich fragen, wer hat da versagt? Was hätten die Behörden tun können? Warum weiß man nicht, was dieser Mann im Internet macht? Warum kann er sich einfach so mit einem jungen Mädchen verabreden? Warum klingelt da vielleicht nur einmal im Monat jemand und sagt, aha, da sind sie also und verabschiedet sich wieder? Das ist etwas, was bei ganz vielen Menschen zu völligem Unverständnis führt. Kein Geld da. Kein Geld da, keine Mitarbeiter da, die Ressourcen sind nicht da. Ja, nehmen wir mal die Schule. Wir haben 1500 Schulpsychologen, die zuständig sind für 10 Millionen Schüler. Bei der Anzahl von Gewalttaten, die da sind, unfassbar. Und wir haben auch kaum Mitarbeiter vom Jugendamt, die auch kaum rausgehen. Und auch hier, man muss einfach gucken, wie überlastet die auch sind. Ja, wir haben abgebaut, wir haben Polizeistellen abgebaut und wir fragen uns, warum alles schlimmer wird. Natürlich, wenn wir nur mal alles weniger fahren und nicht hochfahren, weil die Probleme sind mehr geworden. Wir haben das digitalisiert, auch die Einflüsse. Auch das sage ich immer wieder den Eltern. Bitte lasst eure Kinder nicht unbeaufsichtigt in irgendwelchen Online-Spielen sein. Das sind die Bazars, die Supermärkte für die Kinderschänder. Die suchen dort gezielt Kinder. Und wenn sie es dann haben, dann versuchen sie erst mit Geld zu locken, dass sie ihnen Bilderchen schicken. Und wenn sie das gemacht haben, erpressen sie, wissen wir teilweise schon, wo sie wohnen. Bitte, lasst uns endlich anfangen, aufzuwachen und der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Deutschland ist ein Paradies für Kinderschänder und Vergewaltiger und Kinderpornografie. Deutschland ist auch unter den 3 Top-Ländern, die nicht ihre Kinder schützen. Das kann doch nicht sein. Und jetzt reden wir darüber und ich hoffe, wir schaffen langsam mal der Politik klarzumachen, dazu ist, dass es funktioniert, habe ich gezeigt. Im letzten Jahr haben wir 4 Gesetze in den Bundestag getragen. Warum? Mit dem Druck, den wir machen.
Mit der öffentlichen Wahrnehmung. Aber wer hat mehr öffentliche Wahrnehmung als ihr? Ihr könntet einen immensen Druck machen. Ich will die ganzen Leute hier sitzen haben, die verantwortlich sind. Deswegen sitzen auch Sie hier, damit wir dem Ganzen eine Stimme geben, damit wir da Druck machen, damit wir hören, was auch Sie in Ihrer Arbeit erleben. Die Frage, die sich hier in diesem Fall immer wieder stellt, ist jemand, der mit 14 Jahren bereits seine erste Tat begeht. Überhaupt in der Form, wie wir uns das wünschen, und Sie haben auch Ihre eigene kriminelle Vergangenheit angesprochen, dieser Punkt, eine Kurve zu kriegen, wieder eingliederbar in unsere Gesellschaft. Wie viel Kraft verwenden wir darauf? Und muss die Kraft der Überwachung eine andere werden? Wie sehen Sie das? Also es fängt ja schon viel früher an. Warum fangen wir nicht viel früher an, schon in den Schulen, in den Grundschulen, in den Kitas mit Prävention und Aufklärung? Aufklärung gegen Mobbing, Gewalt, Rassismus, Hass, Aufklärung gegen Missbrauch, dass die Kinder sich anvertrauen. Der Missbrauch passiert ist zum größten Teil in den eigenen Familien. Wenn wir da schon versagen, dann bereiten wir das ja schon vor den Weg. Und wenn die dann erstmal abrutschen, so wie ich, dann fällst du immer weiter und dann bist du bloß nur der Bodensatz, der Abschaum der Gesellschaft und dann kriegst du keine Hilfe mehr. Wir holen viele Menschen in unser Land, weil wir helfen wollen, aber wir überlassen sie sich selbst und wundern uns, dass wir Dutzende, hundertfache Gruppenvergewaltigungen haben. Bedeutet das, dass deshalb Menschen in unser Land Gruppenvergewaltiger sind? Natürlich nicht. Aber wir überlassen sie sich selbst und wundern sich, dass es nicht funktionieren kann. Das geht nicht. Wir müssen integrieren. Wir müssen helfen und Hilfeleistung machen. Der Junge war 14 Jahre, ist komplett abgedriftet. Gut, da war wenigstens mal ein Gutachter, der hat gesagt, der ist gefährlich, der hat erkannt. Aber der ist doch nicht gefährlich geboren. Den hat man in die 14 Jahre so gemacht. Und wo waren die Jugendämter im Vorfeld? Was hat man dem Jungen vielleicht angetan? Was hat man? Klar, das sollte nicht relativiert. Er muss jetzt mit voller Härte bestraft werden und die Gesellschaft und Menschen müssen vor ihm geschützt werden. Aber wir schaffen uns unsere Täter, indem wir nicht eingreifen, wenn wir es könnten. Und das nennt man Prävention, bevor Menschen zu Opfern und Tätern werden. Und da wird versagt. Ich danke Ihnen ganz für Ihre Wut bei diesem Thema, bei einem Fall, der uns alle so aufgewühlt hat. Herr Stahl, finden Sie Worte für die Menschen in Gottenheim, in der Heimat von Aileen, für die Angehörigen? Ich war auf 8 Beerdigungen und auf mehreren Mahnwachen. Es nimmt mich jedes Mal mit. Ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt und sehe diese Verzweiflung in den Menschen. Warum passiert das hier? Es passiert überall. Es fällt nur den kleinen Städten mit kleineren Namen eher auf. Ich kann den Bürgern nur sagen, haltet das Gedenken an Aileen aufrecht. Vergisst sie nicht. Macht eine Mahnwache, macht Gedenktage. Lasst sie unvergessen sein. Denn wenn wir anfangen, diese Kinder zu vergessen, dann fangen wir an, als Gesellschaft immer mehr abzustumpfen. Und es ist doch nicht nur eine Aileen. Ich war an so vielen Beerdigungen. Ich habe so viele Kinder gesehen, die weit vor ihrer Zeit gegangen sind. Und ich will das nicht mehr. Ich hätte heute einen Jungen, der wäre 25 Jahre alt. Der wurde getötet durch eine Gruppenvergewaltigung. Und deshalb müssen wir daraus lernen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir müssen die Zukunft ändern für unsere Kinder, denn sie sind unsere Zukunft. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Das hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Also bitte, worauf warten wir? Die Politik wird es nicht machen. Die Politik hört nur auf eins, auf öffentlichen Druck. Das habe ich in 9 Jahren bittere Erfahrung im Kinderschutz gelernt. Carsten Stahl, deutliche Worte, starke Worte, Worte, die mitnehmen, die ins Herz treffen. Danke, dass Sie hier in dieser Sendung Herzlichen waren. Dank. Danke, dass Sie mir die Chance gibt, darüber zu reden. Und das hat uns alle hier aufgerüttelt, was und wie unsere Reporterin aus Frankfurt vor wenigen Stunden hier bei Bild Live berichtet hat. Unsere Reporterin Jessica Firlei, die nach einer neuen Schießerei ins Frankfurter Bahnhofsviertel gefahren ist, mal wieder und verzweifelt an ihrer Stadt, die dort immer mehr verkommt, immer mehr zur No-Go-Area wird. Ich liebe meine Stadt wirklich, aber das Bahnhofsviertel ist wirklich so ein Viertel, wo ich sage, ich fühle mich hier nicht sicher, als Frau schon gar nicht. Es ist das Eingang zu unserer Stadt, es ist eine Katastrophe. Die komplette Lage ist hier einfach nicht. Ja, ich liebe meine Stadt, aber es wird eine Katastrophe hier im Bahnhofsviertel. Das also waren die Worte von meiner Reporterkollegin Jessica Firlei dort in Frankfurt im Bahnhofsviertel. Auch ein Hilferuf. Warum ändert sich hier nichts? Warum lässt man das Bahnhofsviertel so zu einer No-Go-Area verkommen? Und der Anlass für diese Reportage, ja, der war das hier. Eine neue Schießerei in diesem Hotel dort in dem Bahnhofsviertel in der Moselstraße ganz genau. Einsatz von Polizeispezialkräften, Bedrohungslage. Am Ende erschießt ein Polizist einen Mann und es ist ja immer noch nicht ganz klar, was genau dort vorgefallen ist. Schüsse, Polizei, Gewalt, Drogenexzesse, Alltag im Frankfurter Bahnhofsviertel. Zusammengeschlagen, ausgeraubt, liegen gelassen. Immer wieder macht das Frankfurter Bahnhofsviertel bundesweit Schlagzeilen. Erst vor 2 Wochen schockierte dieses Handyvideo Deutschland. Ein Mann wird umzingelt und mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen.
Er liegt bewusstlos am Boden, dann wird er ausgeraubt. Das Frankfurter Bahnhofsviertel, Hotspot der Heroin- und Crack-Szene. Ein Brennpunkt für Gewalt, Prostitution und Drogen. Auf offener Straße werden Drogen gespritzt, geschnupft und gedealt. Und immer wieder eskaliert die Situation. Diese Woche dann der traurige Höhepunkt. Spezialkräfte der Polizei rücken am Dienstagmorgen an, erschießen einen 23-Jährigen. In diesem Hotel. Was sich hier genau abspielte, unklar. Fest steht nur, als die Spezialkräfte anrücken, eskaliert die Lage. Schüsse. Der 23-Jährige stirbt an seinen schweren Verletzungen. Vorfälle wie diese sind der Grund dafür, weshalb Bürger das Bahnhofsviertel von Frankfurt schon lange meiden. Die Gegend wird immer mehr zur No-Go-Area. Mitarbeiter der Müllbeseitigung können teilweise nur unter Polizeischutz ihre Arbeit im Bahnhofsviertel verrichten. Unglaubliche Zustände. Die Frankfurter sind entsetzt. Ich liebe meine Stadt, aber ich schäme mich so ein bisschen für dieses Viertel hier. Ich fühle mich hier auch nicht sicher. Die Junkies lauern so ein bisschen in den Ecken, wenn man reinkommt. Der eine schießt sich gerade was in die Armbeuge. Der andere macht ein Nickerchen auf dem E-Scooter. Vor den Kiosken werden Substanzen ausgetauscht, sich durch die Nase gezogen. Das Bahnhofsviertel. Einst das Tor zur Stadt. Heute das Tor zur Hölle. Es sind verstörende Bilder, die uns immer wieder aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel erreichen. Bilder, die schockieren. Wie viel muss hier noch passieren?